Mummy? The fog has been lifted from her eyes. Thank you, Ellie. You've done my family a great kindness. Now, let us talk about what needs to be done for Ian. I thought it was just legend that we came from a portal, from somewhere the ancients call Earth. I didn't want to waste time searching for it when our village needed to focus on a way to survive. When Ian came, he was the first real proof that Earth was out there. I told him to stay low and keep his studies out of sight. Talking openly about Earth would only get him in trouble. I don't know how Cassandra found out. Surely no one from our village told her. If she took Ian, she must want to use the portal herself. Our only chance to save Ian is to find the portal first. Sieht ja freundlich aus. Ian's research points to the mines up north, but they've been closed for years. Once you use the village token to get past the guard, you'll have to find the spore on your own. Good luck, Ellie. Ja, vielen Dank. Dann machen wir hier auf. Ja, Nick einfach nur. Huch. Ein Rampfpfand. Flatterhabicht. Was für ein ungewöhnlicher Vogel. Eine kleine Kuriertasche ist auf seinem Rücken geschnallt. Ellie. Cassandra hält mich in der Hauptstadt gefangen. Keine Angst, mir geht es gut. Von den unfreundlichen Wachen mal abgesehen, werde ich ansonsten gut behandelt. Cassandra versucht mich zu überzeugen, sich hier anzuschließen. Sie versucht zur Erde zu gelangen, um diese zu erobern. Ich werde meine Forschung zwar weiterführen, dann jedoch ausbrechen und das Portal benutzen. Versuche mich zu finden und bitte sende mir die Spore, damit ich meine Arbeit hier vollenden kann. Pass auf dich auf, Ellie. Okay, da müssen wir dann wahrscheinlich die Spore nachher reinlegen. Was haben wir hier? Feuersteine. Zu schwer zum Anheben. Ich glaube, dieses Tier kann mir helfen, aber wie bringe ich es zum Laufen? Die Hügel sehen verdächtig aus. In der Erde scheint etwas verborgen zu sein, wenn ich sie doch nur sieben könnte. Etwas in den Stein vergraben wurden, aber sie sind zu schwer. Eine Nachricht. Diese Mine ist geschlossen. Die Bewohner müssen sich in unserer neuen Siedlung flussaufwärts melden. Gezeichnet Gustav R., Vorsteher von... Ja, ihr wisst schon. Von. Ein Hebel. Von riesigen Steinen blockiert. Und hier ist ein Wimmelbild. Ein Schutzhelm, den ich nicht nehmen darf. Warum auch immer. Nehmen wir doch erstmal den Bolzenschneider. Was ist das? Schlüssel. Einen Apfel. Die Eidechse hatte ich gerade noch im Bild da, im Blick. Drei Schnecken. Hier ist eine, da ist eine. Und wo ist noch eine? Ach, hier müssen wir die Sonnenblume noch zusammensetzen. Ist ja auch nett. So, so. Eine eingetopfte Rose. Ach so, ich muss erstmal in den Blumentopf. Okay, hier ist die Schnecke, die letzte. Einen Schutzhelm. Ich brauche noch ein paar Teile. Das kommt daran. So, dann ist die Sonnenblume fertig. So, jetzt brauche ich nur noch einen schönen Topf. Ein Gefäß. Der Blumentopf ist aber. Oh nein. Kleben wir den doch wieder zusammen. Rein damit. Und einmal die Rose rein. So. Jetzt haben wir den Schlüssel. Ich glaube, ich weiß noch, wofür ich den benutzen kann.
kann. Oder auch nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, hier. In der Wassermühle. Ein Sieb. Geschirr. Für den Elefanten. Ein Rampfand. Er ist nun festgebunden, aber wie kann ich ihn anlocken, nach vorne zu laufen? Das machen wir gleich mit den Bananen, die wir irgendwie da runterkriegen, aber jetzt sieben wir erstmal. Das war nichts. Ah, eine Murmel. Ja, dann müssen wir das letzte auch noch sieben, auch wenn dann... Doch, Dominostein. Gut, jetzt haben wir eine Murmel. Die Murmel können wir der Matruschka-Puppe einsetzen. Zeit herauszufinden, ob sich etwas darin befindet. So. Ne, das muss ja passen. Passt das? Ja. Nee. Doch, das passt. So geht es. Wohl eher nicht. So, das denke ich mal ist die richtige. Ja. Und noch ein Dominostein. Gut, jetzt können wir ihm die wiedergeben. You found my dominoes. Wanna play a game with me, Ellie? If you win, I'll climb the banana tree and give you bananas. Ramifins love them, you know. Let's play. Let's play. Ich muss alle Dominosteine drehen, bewegen und verbinden, um das Spiel zu gewinnen. Geschafft. Not bad for an outlander. All right, a promise is a promise. I'll race you to the golems. Jo, da mal nix wie hin. Newstone Way has the best bananas. The Ramifits can't resist them. Good luck finding the next spore. Jo, danke. So, jetzt können wir die Ramfun zu bewegen, das schöne Tor Steindings da einzureißen. Vielen Dank. Hebel. Ach Quatsch. Dann mal rein. Ameisen, die angezündeten Räucherstäbchen sollten diese Entdeckten vertreiben. Jetzt hört man mich, dass ich wieder angerufen werde. Einen Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das war nur kurz meine Schwester, die mich einfach mal so anrufen wollte, obwohl sie wusste, dass ich arbeite. Arbeite. Oh Gott. Dass ich aufnehme. Sorry, Leute. Oh Gott. So, weiter geht's im Text. Eine grüne Röhre. Und da ist ein altes Werkzeug, das sieht aus wie ein Axtkopf, ist aber bestimmt von einer Spitzhacke. Räucherstäbchen. Anbrennen.
und dann weg mit euch. Ich muss den Bereich mit den Ameisen ausräuchern. So, alles zupusten hier. Und weg sind sie. Jo, hier kommt der Hebel ran. Hebel ziehen. Hebel ziehen. Ach, warte mal. Ich muss hier bestimmt den Hebel ziehen. Wenn die im grünen Bereich alle sind. So. Und sie sammeln die. Gut, dann gehen wir mal runter, wa? Dunkelheit. Ach, sehr hübsch. Na, machen wir erstmal an hier. Tagebuch. Unter Tage. Ich habe die Mine betreten, um die Spore zu finden, die Ian braucht. Margaret erwähnte, dass die Mine seit Jahren geschlossen ist. Wir haben hier unten denn nur Pflanzen überlebt. Tja. Oh, Suavis Tubera. Suavis, sorry. Süßtrüffel, Reichfungi, Domäne, Eurakion, bla bla bla. Notiz, wachsen unterirdisch, werden zur Heilung angewendet. Oziland, Azipiter, Flatter habe ich. Notiz, domestizieren, wird auch als Kurier eingesetzt. Bruta Elephantus, Ramphant. Notiz, domestiziert, bevorzugt Bananen. Spelunca Formicae, Höhlenameise. Notiz, Kribbelkrabbel, reagiert auf starke Gerüche und Rauch. Kribbelkrabbel. Was auch immer der Roboter hier gesammelt hat, es ist versiegelt worden. Der Minenroboter. Sehr zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass das Maschinenöl ausgelaufen ist, ob dies wohl ins Grundwasser gelangt ist und Abigail vergiftet hat. Ja, das könnte jetzt sogar noch schlimmer sein, aber das macht ja auch nichts. Jetzt können wir erstmal die Spitzhacke reparieren. Ein Minenroboter, ein Kombinationsschloss, aber wie lautet die Kombination? Ja, wo soll ich denn das wissen? Hier steht doch bestimmt was. BAB. Ja. Das ist hundertprozentig die Kombination, nur ich kam jetzt gerade nicht drauf. LXXX, das würde ich ja noch als römische Zahlen bezeichnen können, aber das L... Das ist eine römische Zahl, hundertprozentig. Aber ist das hier wirklich 25? Gibt es das? Ja, würde es geben. Aber was ist denn nochmal L? Ich muss einmal kurz pausieren, geht gleich mal.